So, bei den magischen Miesmuscheln wieder angelangt, möchte ich mich wieder zum Wort melden. Und dieses Mal hoffen wir mal, dass unsere lieben Miesmuschelfreunde uns mal noch ein bisschen mehr droppen als schon davor. Und sie droppen uns gar nichts. Okay. Schade. Okay, das ist jetzt, also, wow, das ist jetzt wirklich, das ist jetzt Kacke. 60. Oh Mist. Okay, jetzt ist die Frage, möchte ich das riskieren oder nicht? Wenn ich das nicht riskieren möchte, müssten wir komplett zurück. Das wäre nicht so cool, um ehrlich zu sein. Und dementsprechend gehen wir jetzt einfach mal ganz kurz zum lieben Herrn Boss. Gucken mal, was wir gegen unseren lieben Isolde die Holde ausrichten können. Und Mose, sowas möchten wir hier nicht haben. Jo. Wir möchten nämlich nach da ganz hinten, ganz kurz, und das hier auch noch zerstören. Und dann gehöre ich ganz dir, Kumpel. Was machst du? Bisher konntest du nur, also in Anführungsstrichen nur, deinen komischen Strahl nach vorne machen. Ich schätze mal, das wirst du jetzt wieder tun. Ja. Aber wir sind ja nicht ganz blöd. Doch ganz blöd. Wir sind doch ganz schön blöd. Ah! Weg, ganz schnell weg da. Oh fuck. Oh fuck. Wow. Kumpeline, du machst zwar keinen Schaden, aber das, was du da tust, ist unfair. Und genau deswegen. Gehen wir jetzt auf Konfrontationskurs mit dir. Ich würde hier gehen weg, danke. Nein, wir sind tot, wir sind tot, wir sind tot, wir sind tot. Scheiße, wir sind tot, wir sind tot, wir sind tot. Egal wie. Mann. Ich krieg das Muster nicht rauf von dem. Ich krieg das Scheißmuster einfach nicht drauf von ihm. Und ich glaube, wir suchen uns erstmal einen Schmied. Der Boss ist übelst leicht. Nur mal so. Der ist echt verdammt leicht. Aber ich krieg ihn anscheinend nicht wirklich auf die Reihe gerade. Genau deswegen. Ach. Wir müssen uns ja quasi nur zum lieben... wo war das jetzt nochmal? Sonnenlichtaltar war es nicht. Altar des Grabesfürsten. Ich glaube, Gemeinde der Untoten war es. Wir müssen quasi uns nur dahin teleportieren. Sterben. Und ein paar Seelen sammeln für das für die Schwertreparatur. Mist. Egal, die paar Seelen können wir uns jetzt schnell sammeln. Ich melde mich gleich wieder. So, ihr magischen Miesmuscheln. Meine Waffe ist wieder vollkommen aufgeladen. Naja, fast vollkommen. Aber die wird jedenfalls nicht so schnell zerbrechen wie vorhin. Und wir werden uns einfach mal um euch ein wenig intensiver kümmern.
Um nämlich ganz schöne Items zu kriegen. Um schöne Items zu kriegen. Dankeschön! Genauso habe ich mir das vorgestellt, Kumpeline. Sollten hier nicht irgendwie zwei gerade auf einmal kommen? Naja, gut. Dass dort Läuterungssteine und Funkeltitaniten droppen, finde ich äußerst interessant. Vor allen Dingen die Titaniten. Aber eigentlich sind wir ja wegen was anderem hier. Oh fuck, gedappel-dappel-du. Das sind viele Hoppadu. Scheibenkleister. Laden uns einmal kurz auf. Hauen. Diesen Leuten erstmal ein bisschen aufs Maul. Versuchen dabei nicht selbst zu sterben. Haben wir das geschafft? Wir haben es geschafft. Okay, Läuterungsstein, Funkeltitanit und gar nichts. Du bist eine böse Muschel. Und hast du noch was für uns? Du bist auch eine blöde Muschel. So, habt ihr jetzt davon. Und ja, wir würde sagen, wir stellen uns nochmal. Okay, ich habe gedacht gerade, dass da ein Symbol aufleuchtete, dass wir einen lieben Freund rufen können. Aber das war denn wohl nicht so der Fall. Schade, wir gucken ganz kurz mal, wie viel Funkeltitaniten wir haben. 16 Stück. Wow, Alter. Könnte man eigentlich schon eine ganze Menge mit anfangen, wa? Aber wir gehen rein. Ganz ohne Umschweife gehen wir einfach rein und gucken einfach mal, was uns der liebe Herr hier noch zu tun hat. Er macht einen auf vorne. Oh, da müssen wir ganz schnell raus. Gut, gut. Danach rennen wir einfach mal nach hinten und zerstören seine Energiequelle. Ich glaube nämlich, dass das hier so sein Herz sein könnte. Also so eine Art Herz. Und er macht einen weiten Angriff, ne? Oder auch nicht. Gut. Sobald er den Fernangriff macht. Wir gucken einfach mal hin. Jetzt macht er seinen Fernangriff. Gucken wir einfach mal, ob wir hinten sicher sind. Sieht gut aus. Au. Naja, also sicher ist anders. Sicher ist ein bisschen anders. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen was aufs Maul gekriegt. Aber ich denke mal, damit könnten wir eigentlich noch leben. Und dementsprechend gucken wir mal, bis er wieder seine Anstalten bekommt. Genau. Und dann kriegt er wieder seine Anstalten. Genau die. Wow, Kollegos. Ich will dir doch nichts Böses. Ich will dich doch bloß töten und meine Hände schwitzen. Oh mein Gott. Gut, er macht es. Er macht es wieder. Wir können ihn dementsprechend zweimal hauen. Sollten uns kurz mal aufladen. Und scheißen einfach mal auf die Zielanvisierung. Und wow! Schade. Kollege, machst du nochmal deinen Eisstrahl, bitte? Ja? Ich meine, ich bin gleich vor dir, Kumpel. Jetzt mach den. Und ich glaube, so können wir ihn gut besiegen. Wow, 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 wow. Das war knapp. Da hat er uns so ein bisschen am Arsch gekriegt. Fast. Und dann macht er es wieder. Ah, lass mich mal ganz kurz durch, Kumpel.
Okay. Wir sind schon wieder weg. Keine Sorge, keine Sorge. Alles gut. Ist alles in Ordnung. Alles gut, Kleiner. Ah, der macht's nochmal. Ah, der lässt sich aber auch nicht austricksen, ne? Ja, doch, ein bisschen. Ein bisschen austricksen lässt er sich. Machst du mich jetzt nochmal? Und jetzt... Oh, jetzt macht er was Böses. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Okay, gut, 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 gut. Wir können es aufladen. Kein Problem. Wir laden uns einfach mal voll auf. Und warten einfach mal seine nächsten Aktionen ab. Er macht seinen Eisstrahl. Gut. Hauen ihn zweimal. Und dann müsste er eigentlich auch gleich fertig sein. Wenn wir das überleben, heißt es. Oh fuck, der ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen pissig. Ah, fuck you! So ein kleines bisschen pissig. Okay, ich glaube, ich wäre es auch an seiner Stelle. Okay. Einmal noch. Komm. Bring it, bitch. Oh nein. Okay, wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Woohoohoo! Scheiße, ja. Stirb, du kleiner Pisser. Und beim ersten Mal so richtig schön auf den Arsch gehen, ne, du kleiner... Feuerfürsten... Fürstenseele. Und noch ein bisschen Gerechtigkeit und so weiter. Menschlichkeit, nicht Gerechtigkeit. Gerechtigkeit haben wir gerade walten lassen. Oh Gott, 60.000 Seelen für uns. Sehr schön. Und ein Leuchtfeuer zum sicheren Reisen zwischen den Orten. Ich will eigentlich nur eins. Und zwar farmen. Ich glaube, ja. Ich glaube, das möchte ich. Denn wenn wir hier rasten, sind ja da vorne quasi die Muscheln respawned. Und ihr habt ja gesehen, wie krass gut die droppen. Oder? Also, wir gucken mal ganz kurz, ob die kleinen Miesmüschelchen wieder... Ja, da sind sie! Oh. Das eröffnet ziemlich krasse Möglichkeiten. Und ich würde fast sagen, ich beende die Episode heute ein bisschen früher. Geschafft, jo, danke. Freut mich. Und wir steigen nochmal ganz kurz zusammen auf. Hauen das nochmal in Stärke. Oh, können wir zweimal aufsteigen? Zweimal Stärke. Go, go. Ich mag Stärke. Stärke ist schön. Stärke macht Macht. Oh Gott. Ich glaube, wenn ich mir das morgen anhöre, wenn ich es render, werde ich mir selbst auf den Kopf spucken. Ja, das geht. Wirklich. Da könnt ihr mir selbst... Da könnt ihr mir echt glauben. Das geht. Wenn du richtig times und richtig spuckst, dann geht alles. Mhm. Ich werde vielleicht noch ein bisschen farmen. Werde ich mal ganz kurz gucken. Und... werde ich mich dann wieder melden, wenn ich denn... ja. Eins möchte ich mal kurz ausprobieren. Wenn wir jetzt 400 haben... Ne, jetzt haben wir 300. Okay, scheiß drauf. Wir machen das mal zweimal. Dann haben wir noch ein bisschen erhöhte Beutehäufigkeit. Und mir... Ich schwitze total gerade. Boah, ist das hier warm. Fuck! Aber das ist vollkommen irrelevant gerade für euch. Und dementsprechend sehen wir uns wieder, wenn ich mich gerade mal ein bisschen aufgefrischt habe mit Funkeltitaniten. Ihr wisst ja, diesen 8000 Seelen wert. Ne? Damit können wir ordentlich was upgraden. Oh yeah. Ich hoffe, das ist nicht umsonst. So, bis gleich, meine Lieben. Buser.